Hallo zusammen, heute ein neues Video zum Thema Buchfalten und alles, was ihr dazu braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und wenn ihr mir eine Mail schickt, auch die Mailadresse steht in der Videobeschreibung und noch den Namen von dem Motiv mit dazu sendet, kann ich euch diese Vorlage zuschicken. Und die muss erstmal nach dem Drucken auf eine Höhe gebracht werden, dafür einfach hinter den Zahlen und vor den Linien eine Linie ziehen. Und dann braucht man sein Buch und in der Regel sind die Vorlagen für Bücher zwischen 19 und 22 cm, also normale Hardcover-Bücher. Und dann legt ihr das Buch auf die Vorlage, schaut, dass das Motiv gut mittig ist und vielleicht muss dann noch etwas Rand abgeschnitten werden. Und das, was ihr dann abschneiden müsst, das könnt ihr von der Linie aus abmessen. So könnt ihr alle Vorlagen gleich bearbeiten. Und so ist man dann auch sicher, dass die alle auf einer Höhe sind. Wenn ihr die nämlich so zusammenlegt, ist das wichtig. Sind da nur kleinste Unterschiede, dann verschiebt sich schon das ganze Motiv bei jeder neuen Seite, die man als Vorlage hat. Und das ist ja nicht so schön. Die Vorlage ist für ein Buch mit 473 Seiten, wobei ich hier dann auch schon noch ein paar Seiten habe, wo kein Motiv mehr ist. Das ist aber auch ganz praktisch. Solltet ihr ein Buch mit mehr Seiten haben, dann könnt ihr die Differenz der beiden Buchseiten auf vorn und hinten verteilen und dann wird da nur der Hintergrund geprägt. Allerdings muss man sich das dann auf der Vorlage markieren und aufschreiben, dass man dann da weiß, wo das Motiv anfängt und man auch immer an der richtigen Stelle beginnt. Als nächstes muss man den Rand messen, der sollte mindestens 1,5 cm haben und dafür zieht ihr einfach eine Linie, ungefähr 2 mm neben der Schrift, messt das aus, also wie gesagt 1,5 cm ist gut. Und für die faule Faltung, da gehen die Faltungen so nach innen, das ist bei einem halben Zentimeter und so bei einem Zentimeter, wenn man das anzeichnen würde. Jetzt muss man den Hintergrund und eben das Motiv vorprägen, dazu am besten einen Stift, der nicht mehr funktioniert. Dann legt ihr euer Geodreieck bei 1,5 cm an. Sollte euer Stift noch funktionieren, bitte nicht oben und unten mit anzeichnen, das sieht man nachher. Besser ist aber wirklich ein Stift oder ein Prägestift, damit man das später nicht sieht. Das ist also der Hintergrund und wenn man das umfaltet, dann schimmert je nachdem der Stift sonst durch. Das ist dann nicht so schön. Also 1,5 cm ist für den Hintergrund vorzuprägen und bei mir fängt das Motiv bei Seite 9 an. Da muss also auch noch eine Linie für das Motiv vorgeprägt werden und weil ich die faule Faltung nur einen halben Zentimeter reinhaben möchte, präge ich da eine Linie von 1 cm vor. So sieht das Ganze aus. Also das ist die Linie für den Hintergrund und das ist die Linie, die wir später brauchen für unsere nach innen Faltung. Wollt ihr noch eine zweite Ebene haben, dann könnt ihr dann noch eine Linie von einem halben Zentimeter machen oder von 0,7, dann kann man auch noch in eine zweite Ebene falten. Und wenn ihr das Buch nicht in der faulen Faltung machen möchtet, müsst ihr jede Seite prägen. Möchtet ihr aber das Buch so wie ich in der faulen Faltung machen, dann wird immer nur jede zweite Seite, der Hintergrund und das Motiv geprägt und die Seite dazwischen, da brauchen wir nur die Linie für den Hintergrund. Und bei der faulen Faltung ist es dann am besten, sich das auch zu markieren. Also die erste Seite, wo das Motiv anfängt und dann lässt man immer dazwischen eine Seite frei. Jetzt braucht ihr ein Eisstäbchen und dann wird erstmal nur die Linie vom Hintergrund gefaltet. Auch ein Kirschkernkissen könnt ihr jetzt schon gut gebrauchen, das ist zum Beschweren der Seiten. Und
Und jetzt wird dann einfach nur die Linie vom Hintergrund erstmal einmal zurückgefaltet. So sieht das Ganze aus. Jetzt braucht ihr eine Unterlage, die ziemlich stabil ist und einen sogenannten Trickmarker. Der verschwindet mit der Zeit, wenn man das anzeichnet. Bei mir beginnt mein Motiv Seite 9 und ihr seht, der Trickmarker verschwindet mit der Zeit. Wenn man die faule Faltung nicht haben möchte, muss man natürlich dann jede Seite anzeichnen. Egal, ob man die faule Faltung oder die normale Faltung machen möchte, man legt die Vorlage immer kantig, zum Beispiel unten an der Buchseite an und parallel oben sollte auch die Linie da gerade sein. Und dann wird alles, was zum Motiv gehört, angezeichnet, also links und rechts vom Motiv. Und man lässt dann eine Seite frei, das ist also diese faule Faltung. Das bedeutet eigentlich nur, dass man dann wirklich nur jede zweite Seite faltet, man einfach ein bisschen schneller fertig ist. Also für alle praktisch, die etwas Zeit sparen wollen. Also schauen, dass die Kante von der Vorlage mit der Buchkante übereinstimmt, dass eure Seitenzahl übereinstimmt und dann wird das Motiv markiert. Und ob man die Vorlage unten an der Ecke anlegt oder oben, das hängt von einem selber ab, wie einem das am besten liegt. Und auch Motive, die nur ein bisschen schon auf der Linie sind, kann man ruhig mit anzeichnen. Gerade bei der faulen Faltung ist das dann wirklich gut, dass da die Motive besser rauskommen. Und wie gesagt, dran denken, jede zweite Seite oder eben man möchte jede Seite falten, dann muss man natürlich auch jede Seite anzeichnen. Ja, und so zeichnet man dann jeden kleinsten Punkt an vom Motiv. Und sollte die Vorlage nicht ins Buch passen, einfach umknicken, aber darauf achten, dass die Kante unten gleich bleibt, dass man dann eben immer noch gleich unten an der Kante anlegen kann. Und dann wird halt eben der Anfang und das Ende vom Motiv wird immer angezeichnet. Und auch so kleine Zwischenräume werden markiert, damit das Motiv einfach später gut rauskommt. Und da der Stift relativ schnell bei manchen Buchseiten verschwindet, ist es ratsam, gar nicht so viel anzuzeichnen. Und dann geht es endlich mit der Faltung los. Dafür einfach die zweite Linie, die man da an 1 cm vorgeprägt hat, einmal so kurz umknicken. Und die Markierung wird auch nur bis zu dieser Linie eingeschnitten. Also erst die Linie bei 1 cm nochmal umknicken. Dann sämtliche Markierungen, die man sich da gemacht hat, bis zu dieser Linie einschneiden. Und dann am besten mit der Spitze der Schere kann man einfach die kleinen Streifen so reindrücken. Noch einmal immer drüber gehen. Und wenn man dann von der Seite guckt, das sieht dann so aus wie so eine Pop-Art-Karte. Und wichtig ist es eigentlich immer, dass sich das abwechselt. Hintergrundmotiv, Hintergrundmotiv und so weiter. Dass sich das immer abwechselt. Das ist das Wichtigste eigentlich beim Buchfalten. Und egal wie klein oder wie groß die Markierungen sind, die müssen alle eingeschnitten werden. Man fängt immer mit dem Hintergrund an und dann kommt erst der erste Streifen, das ist für das Motiv und so bleibt man dann auch abwechselnd dabei. Und sollte man so einen großen Streifen haben, die lassen sich manchmal nicht so gut reindrücken, dann muss man eben ein bisschen gucken. Aber auch die müssen genau auf der Linie da eingeprägt werden. Ja, und nach den ersten Seiten sieht man dann eigentlich schon, dass man gut vorankommt. Und ihr seht hier, es wird immer nur jede zweite Seite gefaltet und trotzdem erkennt man das Motiv.
Und das Schöne an der 180 Grad nach Innenfaltung ist eigentlich, dass man auch Motive da gut bearbeiten kann, die so kleine Markierungen haben. Hier braucht man dann, wie bei der normalen Faltung, keine Angst zu haben, dass da die Streifen abbrechen, weil man die ja nach innen drückt. Also die 180 Grad nach Innenfaltung ist sehr gut geeignet für Motive, die eben ja, viele kleine Details haben. Und so faltet man sich durch das ganze Buch und wenn man die ersten Seiten dann fertig hat, beginnt man wieder damit, den Hintergrund einfach umzufalten. Dann schauen, dass man die richtige Seite hat, dann wird wieder das Motiv markiert. Und schließlich wird das Ganze wieder gefaltet und geschnitten und so arbeitet man sich dann durch das Buch und das ist auch das Schöne am Buchfalten, man muss das nicht mit einmal machen, man kann das immer machen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat. Und sollte man mal einmal nicht auskommen, also dass das nicht aufgeht mit Motiv, Hintergrund, Motiv, dann macht man einfach die Faltungen wieder zurück. Man guckt nach der Vorlage auf derselben Seite und meistens hat man vergessen, etwas anzuzeichnen oder eben was einzuschneiden. Aber dann kann man das direkt korrigieren und weiter geht es dann. Und wenn man eine Pause machen möchte, dann klappt man einfach das Buch zusammen, nimmt einen bisschen strammeren Gummi und kann das um das Buch drumherum wickeln. Hier ist eigentlich nur wichtig, achtet darauf, dass der Buchrücken hinten dran bleibt. Ja, und ich bin schon fast am Ende hier mit meinem Buch. Das sind die letzten Seiten, die ich einschneide. Und so ein Buch mit der faulen Faltung geht schon viel schneller als ein normales Buch. Auch die letzte Seite muss ich noch falten. Wenn ihr sonst rechnet, ja 4 bis 6 Stunden, so habt ihr mit der faulen Faltung vielleicht nur 3 Stunden Arbeit. So sieht das Ganze aus. Man erkennt trotzdem noch das Motiv und ich habe ja ein gutes Buch, da ist der Buchrücken auch nicht gebrochen, sondern so dran geblieben. Wenn das bei eurem Buch nicht ist, dann muss man den da festkleben und dann kann man das Motiv so liegen lassen mit dem Kirschkernkissen oder mit dem Gummi. Und weil man ja ein bisschen Zeit gespart hat mit der faulen Faltung, kann man dann auch noch das Motiv mit Farbe verschönern. Ich mache das zum Beispiel mit den Sternen, die werden einfach gelb angemalt. Dafür muss man dann schauen, da wo die Sterne sind, werden einfach die Zwischenräume, wo die Faltung ist, mit gelb angemalt. So sieht das Ganze dann aus. Und ihr seht, der Trickmarker verschwindet mit der Zeit und hier mit dem Anfärben muss man eigentlich nur gucken, dass man dann wirklich das Motiv erwischt und nicht auch noch ein anderes Motiv mit anfärbt. Ja, und damit bin ich am Ende mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren und solltet ihr Lust bekommen haben zum Buchfalten, dann schaut doch auch einfach mal in meiner Playlist Buchfalten nach. Da gibt es noch viele andere schöne Motive. Denkt dran, jeden Freitag kommt ein neues Video von mir raus. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das gerne tun. Also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Bleibt kreativ. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.